Ja, so wie der Fettsack die notgeile Alte mitgebracht hat. Du machst es dir bequem und ich bin gleich wieder da, Beth. Na, junger Mann, ich hab Bock auf Spaß. Aha. Ich bin gut drauf. Echt wahr, das sind keine Gebrauchsspuren, das ist Erfahrung. Kein Interesse. Nur damit's keine Überraschungen gibt, nicht erschrecken. Da unten sieht's aus, als hätte jemand Blutwurst in meinen Schoß gekotzt. Ugh, Igitt. Ist das zu fassen? Noch vor einer Woche sagten wir, er ist dumm und jetzt macht er Führungen durch Space Shuttle. Negativer Ansporn, das ist der Schlüssel. Stimmt's, Blödmann? Au, ich dräng nicht mehr an. Wisst ihr, man lebt nur einmal. Ich steck meinen Kopf zum Fenster raus. Ja! Yeah! Keiner weiß, warum wir das so gern machen, aber besser geht es nicht. Eines wird mir nicht fehlen. Kellner, die sich für witzig halten. Ich hätte gern den gemischten Salat. Und wenn's geht, ohne Zwiebeln, ja? Ich hab ganz gute Beziehungen zur Küche. Mal sehen, was ich für sie tun kann. Ja, sehr witzig. Wenn da eine Zwiebel drauf ist, vergessen Sie die 1,80 Dollar Trinkgeld, die Sie zum Leben brauchen. Guten Tag, ich bin Brian Williams. Heute ist ein Space Shuttle versehentlich gestartet und hat eine Familie aus Rhode Island in den Orbit geschickt. Für Einzelheiten schalten wir nun zu unserem Partnersender Channel 5 Cohawk, für den Tom Tucker berichtet. Tom? Danke, Brian. Ich habe gesehen, dass Sie meine Geburtstagsmail gelesen haben. Jetzt müssen Sie nur noch antworten. Ich stehe hier vor dem Haus der Griffins und rede mit ihren Nachbarn. Die Griffins sind vielleicht tot. Wie geht es ihnen dabei? Griffin tot? Ich nehme ihn. Nein, sie sind vielleicht tot. Vielleicht sind sie auch noch am Leben. Ist okay, ich nehme ihn. Was hast du vor? Ich mache einen Weltraumspaziergang. Das ist unsere einmalige Chance, die atemberaubenden Wunder des Weltalls persönlich zu erleben. Wow, schick. Das ist also der Weltraum. Verdammt. Dumme, besoffene Bitch. Brian, guck mal, Mac treibt sich allein im Laderaum rum. Ich werde sie mal erschrecken. Oh Mann, das Astronautenessen ist schlecht geworden. Peter, das ist ein Fäkalienbeutel. Ach, dafür gibt's einen Beutel? Meins schwebt da hinten rum und sieht aus wie eine fliegende Oboe. Dieses Instrument wollte ich immer schon mal spielen. Wie geht's? Keine Sorge, die Griffins waren immer schon sehr einfallsreich. Wie mein Urgroßvater, der den ersten Vibrator erfunden hat. Da kommt mir doch eine Idee. Sie ist tot. Okay, die wollten, dass wir bei der Landung irgendwie helfen. So schwer kann's nicht sein. Okay, okay. Drück mal rauf, rauf, runter, runter, links, rechts, B, A, Start. Dann haben wir unbegrenzt Leben. Wir haben keine Zeit mehr. Mac, da drohst du uns jahrelang mit Selbstmord und dann scheißt du dir genauso in die Hosen wie wir. Hey Leute, ich glaube, ich habe eine Idee, die uns weiterhilft. Wir haben gelernt, wie man eine Vorwärtsbewegung durch Rückstoßraketen bremst. Wenn wir sie jetzt einsetzen, könnte uns die Schwerkraft vielleicht wieder zur Erde zurückholen. Ich habe ein Ei auf dich geworfen, weil du ein Nerd bist. Wir bremsen ab, ein gutes Zeichen. Weißt du, was nicht zu bremsen ist? Breaking Bad. Sowas habe ich seit The Wire nicht mehr gesehen. Er hört nicht auf, über diese Serien zu quatschen. Oh mein Gott, ich glaube, es funktioniert. Wir geraten ins Trudeln. Oh Gott, wir werden sterben. Es gibt so viel, was ich nicht getan habe. Ich war nie auf einem College. Mein Roman war stellenweise nicht gut genug. Peter, ich wollte mit dir alt werden. Bist du ja auch irgendwie. Ich hatte nie das bessere Outfit. In der Schwerelosigkeit hat sich meine Wirbelsäule ausgedehnt und ich bin jetzt selbstbewusste 1,90 groß. Deswegen werde ich dich für eine geilere Frau verlassen, Lois. Vergiss es, Lois. Ich liebe dich über alles. Hey, wer hat unser Haus verschoben? Da kommen Erinnerungen hoch. Damals auf der Highschool habe ich auch im Theater mitgemacht. Suddenly Seymour. Suddenly Seymour. He purified me. He purified you. Suddenly Seymour. Suddenly Seymour. Mrs. Andrews, ich hab schon wieder in den Topf gekackt. Ich brauche jemanden, der mich sauber macht. Diesmal ist es wirklich schlimm. Mom, werde ich in den Sitz passen oder wird das so wie letztes Mal? Damit wirst du eine Weile durchhalten. Ich komme wieder, sobald ich kann.
Die kommt nicht wieder, sag ich dir. Woher weißt du das? Weil sie auch meine Mom ist. Entschuldigung, aber das ist mein Sitz. Darüber reden wir zu Hause. War klar, heute spielt Randall Evan Battencourt. Gott, ich hasse Ersätze. König Ludwig der 16. wurde zum Tod durch die Guillotine verurteilt. Yeah! Die Rolle von König Ludwig dem 16. wird von Jean de Ménard übernommen. Ah. Keine Angst, du wirst das toll machen. Ich war gut. Steh auf, du Arsch! Wow, das war der Wahnsinn! Normalerweise läuft in dieser Stadt doch nur Mist, so wie Moishe, der ausgepowerte Bar Mitzwa-Clown. Oh, was ist das? Ein Vierteldollar? Den habe ich vorhin hinter deinem Ohr gefunden. Genug Tricks für heute. Ich leg mich jetzt auf den Mäntel in der Garderobe. Ich will auch ein Stück schreiben. Das ist süß, Tui. Irgendwann vielleicht. Nein, ich werde eins schreiben. Ich kann ganz viele Sachen. Ich war der Chef der Personalabteilung bei den Muppets. Mr. Beaker, es ist meine undankbare Aufgabe, Ihnen mitzuteilen, dass diese Firma Ihre Dienste nicht länger benötigt. Wenn Sie es wissen wollen, uns ist aufgefallen, dass große Mengen von Benzol, Ephedrin und Magnesiumsulfat verschwunden sind. Oh bitte, wir beide wissen, dass man aus diesen Zutaten Crystal Meth herstellt. Und ich kann mir auch sehr gut ausrechnen, wem Sie es verkauft haben. Oh, hey, Beaker, wenn du hier fertig bist, will ich, mit dir über diese Sache... Genau, Joe, du schuldest uns nämlich was. Ich habe niemandem von deiner Hommage an Fiona Apple erzählt. I've been a bad, bad girl. I've been careless with a delicate man. And it's a sad, sad world. When a girl will break a boy just because she can, I'm broken. Joe, mach die Garage auf. Ich verdiene Privatsphäre. Niemals. Die Rente ist für alte Menschen. Ich kann arbeiten, bis ich sterbe, vielleicht sogar länger. Mr. Pewterschmidt, die Gentlemen aus Zürich zum 10 Uhr Termin. Kann ich noch was für Sie tun? Mr. Pewterschmidt. Und nun zurück zu der Buchhalter der Superfriends. Leute, ihr werft Geld zum Fenster raus. Diese Halle der Gerechtigkeit steht auf staatlichem Gewerbegrund. Wie könnt ihr euch das leisten? Wir sind die Superfriends. Ja, aber ihr habt gar kein Einkommen. Ihr schuldet dem Staat 4 Millionen Dollar Grundsteuer. Wir bekämpfen das Böse, wo es auch ist. Tja, das wird aber nicht reichen. Ich würde vorschlagen, ihr sucht euch einen reichen Wohltäter zur finanziellen Unterstützung. Kennt jemand zufällig den Milliardär Bruce Wayne? Nein, keiner von uns. Und er würde uns auch kein Geld leihen wollen, sagt man. Hey, 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 was gibt ab, Moschis? Muschis, was gibt ab, Muschis? Ja, das stimmt. Wir machen alle möglichen verrückten Sachen. Manchmal haben wir sogar Telefonsacks. Meinst du nicht Telefonsex? Nein, Joe, Telefonsacks. Bist du soweit? Darauf kannst du aber wetten. Oh, Peter. Ja, jetzt bist du dran und mach es so, wie ich's gern hab. Okay. Ja, wasch das Mundstück nicht ab. Ich kann das, glaube ich, nicht mehr ertragen. Wenn er da ist, kann ich nicht mal schlafen. Hey! Hey! Was ist los? Kann ich schlafen? Hab Angst vor Geistern. Carter, es gibt überhaupt keine Geister. Bist du sicher? Na, jetzt nicht mehr. Los, komm schon her. Hier ist es sicher, oder? Ich denke schon, aber ich weiß es nicht. Ich glaube erst seit kurzem an Geister. Oh, guck, wie sie lächeln, Lois. Fast wie der Typ, der zu glücklich war, dass er nicht bei 9-11 umgekommen ist. Ha! Ich war 10 Minuten zu spät. Guck doch, ich habe gestern lange ferngesehen und das hat mir das Leben gerettet, hä? Ist das nicht der Hammer? Oh, aber oh. Unser Kino ist auf dem neuesten Stand der Technik und mit besonderen Innovationen ausgestattet. Wie einem Knopf an jedem Sitz, mit dem man den Film pausieren kann, wenn man eine Frage haben sollte. Hey Leute. Warum ist er jetzt blau? Es ist kalt auf diesem Planeten. Warum nuscheln die so? Warum nuscheln die im Film heutzutage immer so? Ich verstehe nichts.
Ist das Signori Viva? So spricht man das nicht aus. Sie sollte nicht rauchen. Sie ist eine attraktive Frau. Das macht sie nur kaputt. Ist Schwerzofindium schwer zu finden? Hey, das ist doch der alte Withers, dem dieser Vergnügungspark gehört. Wollen mal sehen, wer sich wirklich drunter versteckt. Ein Skelett! Kriege ich mein Gesicht zurück? Nein, Sie wandern in den Knast. Kommen Sie, Carter, jeder muss irgendwann mal in Rente gehen. Wie dieser Drill Sergeant, der Alzheimer hatte. Hier haben wir wohl einen kleinen Witzbold. Wie ist Ihr Name, Soldat? Sir McCardle, Sir! Erzählen Sie keinen Scheiß. Ich finde, Sie sehen aus wie ein kleiner Witzbold. Wie ist Ihr Name, Soldat? Sir McCardle, Sir! Sie wollen mich wohl verarschen, Mann. Da haben wir wohl einen kleinen Witzbold. Wie ist Ihr Name, Soldat? Sir McCardle, Sir! Ja, scheiß doch die Wand an. Ich glaube, ich habe hier einen kleinen Witzbold vor mir. Also, wie gewinnt man hier? Indem man die Zahlen und Buchstaben ankreuzt? So läuft das nicht. Es gibt nur einen Weg, das Spiel zu gewinnen. Warten, bis ein anderer gewinnt und seine Karte klauen. G27. Bingo! Das Stichwort. Schleichen wir uns an ihn heran? Nein, hört grauen Star. Folgen Sie mir einfach. Bingo, ihr Schlampen! Bingo. Gut, Carter, jetzt da Sie in Rente sind, brauchen Sie neue Klamotten. Und womit fängt man am besten an? Mit leicht geöffneten Bademänteln. Hey, Homo Man, hey, Dapper Dan. You both got your style, but brother, you're never fully dressed without a smile. Ja, der mit dem Penis. Viel Spaß euch. Aber vergesst nicht, geht niemals raus ins echte Florida. Den Leuten will man nicht begegnen. Hi, ich bin vor kurzem hergezogen und ich muss Sie von Rechts wegen darüber informieren, dass ich ein Sexualverbrecher bin. Nur keine Sorge, das bin ich auch. Alle hier im Block sind SVs. Wir benutzen den Ausdruck SV, weil er kürzer ist als Sexualverbrecher. Wir sprechen nämlich über nichts anderes als das. Ich bin aber auch Football-Fan. Mir egal, keine Zeit für FB, immer nur SV. Mann, diese Eier sind köstlich. Gut gemacht, Lois. Gut gemacht, freilaufende Henne. Oh, Lois, ich bin so froh, dass ihr da seid. Er sitzt seit Tagen nur so rum. Du liebe Güte. Haferflocken. Glücksrad. Schokoladenpudding. Oh, das klingt nach dem kleinen, fetten Mädchen, das in jedem von uns lebt und versucht herauszukommen. Haben meine Eltern angerufen? Oh, niemand sucht dich. Bleib da drin. Manchmal versucht sie es untenrum, deshalb habe ich immer einen Korken im Hintern stecken. Macht euch keine Sorgen, ich weiß, wie wir das wieder hinkriegen. Aber guckt mal, ich habe ihn in Günther Grass verwandelt. Das ist ja zum Schießen. Margot, es ist Zeit, diese Firma in neue Bahnen zu lenken. Den Anfang machen wir, indem wir die Steuerbehörde nicht mehr anlügen. Außerdem lesen wir nicht mehr die E-Mails der Angestellten. Unsere Server. Und ab sofort ist es verboten, weiblichen Angestellten an die Mumu zu fassen. Ärsche betatschen. Und sagen Sie dem afroamerikanischen Fahrstuhlbegleiter, dass er keine weißen Handschuhe mehr tragen muss. Sag ihm doch gleich, dass er mit meiner Frau schlafen soll. Hey, Mom. Nein, Mom, du bleibst im Seniorenheim. Ist mir egal. Es ist mir egal. Mom, glaub mir, niemand begrapscht dich, während du schläfst. Weil du eklig bist. Und selbst wenn doch, für wen willst du dich denn aufsparen? Okay, ich muss auflegen. Ich weiß nicht, ob wir an Thanksgiving kommen. Weil ich's nicht weiß! Sie bleibt da drin, Peter. Logo.